Hallo und herzlich willkommen zu den PBE Patch Notes, heute vom 26.08.2014. Wir befassen uns in dem Video heute nur mit Azir, dem neuen Champion, und wie immer ist zu bedenken, dass das hier noch der PBE ist und die Changes, beziehungsweise der ganz neue Champion, mit den Ratios, Damage und alles nicht so zu 100% auf den Live-Server kommen ist. Fangen wir so direkt an. Azir's Passive is Will of the Emperor. Einmal erhöht das Cooldown Reduction von Azir seine Attack Speed. Bei 40% Cooldown Reduction hat er dann 80% extra Attack Speed. Außerdem erschafft Azir auf zerstörten Turrets, ausgenommen feindliche Inhibitor- und Nexus-Turrets, Sun Discs. Aktiviert er diese, so verhalten sie sich wie Turrets und gewähren Azir das Gold von Minion- und Champion-Kills. Azirs Türme halten eine Minute und verlieren ihre Rüstung, sollte Azir sterben oder sich zu weit von dem Turm entfernen. Aus zerstörten Turrets kann Azir alle 3 Minuten einen eigenen erstellen. Der Q-Spell ist Conquering Sands. Azir befiehlt seinen Sandsoldaten, auf die anvisierte Position zu rushen. Auf dem Weg erhalten alle getroffenen Feinde 60 bis 180 plus 0,6 AP Ratio magischen Schaden und verursachen einen stackbaren einsekündigen 20% Slow. Der Skill kostet 70 Mana, hat eine Range von 800 und das Cooldown ist 10 bis 6 Sekunden. Azirs W-Spell ist Arise. Azir beschwört für 9 Sekunden einen Sandsoldaten. Dieser ist nicht anvisierbar und greift an, sobald Azir einen Basic Attack macht. Die Angriffe der Soldaten durchdringen den Feind und treffen somit auch Feinde in einer Linie hinter ihm und verursachen abhängig vom Champion Level 50 bis 180 plus 0,7 AP Ratio magischen Schaden. Auch wenn Azir selbst nicht mehr in Auto-Attack-Range ist, können seine Soldaten weiterhin angreifen. Nach den 9 Sekunden oder wenn Azir sie hinter sich lässt, die Soldaten sind selbst nämlich bewegungsunfähig, verschwinden die Soldaten. Der W-Spell stackt sich, wodurch man in einem Abstand von 1,5 Sekunden mehrere Sandsoldaten beschwören kann. Der Skill kostet 40 Mana und hat eine Range von 450. Der E-Spell heißt Shifting Sands. Azir rusht zu einem anvisierten Soldaten, verursacht auf dem Weg 60 bis 180 plus 0,4 AP Ratio magischen Schaden und knockt Feinde für 0,5 Sekunden ab. Trifft auf seinem Weg einen feindlichen Champion, stoppt er und erhält für 4 Sekunden ein 60 bis 220 plus 15% der Bonus Health großes Schild. Der Skill kostet 60 Mana, hat eine Range von 1100 und das Cooldown beträgt 23 bis 15 Sekunden. Azirs Ulti ist Emperor's Divide. Azir beschwört Soldaten, welche nach vorne stürmen, dabei 150 bis 300 plus 0,5 AP Ratio magischen Schaden verursachen und Feinde zurückstoßen. Danach verharren sie für 5 bis 7 Sekunden an ihrer Position und verhindern, dass Feinde sich durch sie hindurch bewegen oder auch dashen können. Verbündete können sich durch die Wand bewegen und erhalten dabei für eine Sekunde 20% Movement Speed. Die Soldaten können sich weder bewegen noch angreifen. Der Skill kostet 100 Mana, hat eine Range von 250 und das Cooldown beträgt 140 Sekunden auf Stufe 1 und auf Stufe 3 100 Sekunden.